So, meine Freunde, ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Ausgabe unseres täglichen Formats Daily Dose Runes of Magic. So, wir haben gereinigtes Weihwasser und wir haben ein Paket mit infiziertem Saatgut und wir müssen die heilige Erde benutzen, um das Saatgut zu reinigen. Wir machen das mal ganz gemütlich in dieser heutigen Folge. Und ja, dann breiten wir soweit alles vor für die nächsten Folgen, dass wir dann möglichst bald aus dem Tal der Vorbereitungen hinauskommen. Okay, wir können das einpflanzen. Ja, was gibt es Neues zu erzählen? Es ist ein wunderschönes Wochenende mal wieder vorbei. Ein wunderschönes langes Wochenende. Aber die Hoffnung ist ja da in 14 Tagen oder nee, Quatsch, in 9 Tagen oder sowas, gibt es ja schon bereits, ja. Das nächste lange Wochenende, genau, das Wort habe ich gesucht. So, jetzt kann ich die reife Pflanze hier sammeln. Perfekt. Das läuft doch heute. Ansonsten, nachrichtentechnisch. Der ESC. Ach, das ist ein schönes Thema, worüber man gerade reden könnte. Ja, gab natürlich wieder die ganzen Vorwürfe von wegen, ja, der ESC ist eine reine politische Veranstaltung und Deutschland wird für seine Politik da abgestraft und bliblablub. Ist schwer zu sagen, also aus meiner Sicht finde ich schwer zu sagen. Man kann sagen, es wird immer nur über, es wird nur politisch entschieden, das geht natürlich. Oder es wird überhaupt nicht politisch entschieden. Beides wäre theoretisch denkbar. Die Indikatoren, die dafür sprechen, dass es eine rein politische Entscheidungen, rein politische Sachen sind ja auch nicht nur die negativen Erfolge von Deutschland, also immer die Sachen, wo wir auf den letzten Plätzen gelandet sind, sondern auch die Fälle, in denen wir auf den vorderen Plätzen gelandet sind, zumindest in der letzten Zeit. Ich sage nur das Beispiel Lena Meyer-Landrut und so weiß alles, habe ich nämlich ein schönes Beispiel darüber gelesen, dass im Prinzip wir ja ein bisschen im ESC davon profitiert hatten, dass wir die WM im 2006 ja ebenfalls in Deutschland hatten und dieses Public Viewing und sowas alles, gerade so wie es in Deutschland durchgeführt wurde, einen unglaublichen Hype auch in den anderen Ländern ausgelöst hatte. Also die anderen Länder waren ja wirklich sehr erstaunt, wie bei uns hier Public Viewing und so gemacht wird. So, wir müssen Wasser geben. Einmal Runde Wasser für die. Ja. Natürlich, auf dieser Welle könnte es gewesen sein, dass Lena darauf ein bisschen mitgeschwappt ist und dann darüber gewonnen hatte. Von daher ist es schwierig zu sagen, ob so politisch und ich sag mal allgemeine Stimmungen in den Ländern auch ihren Einfluss haben. Gut gemacht, Kind. Vermutlich seid ihr nicht in der Lage, direkt mit diesen Pflanzen zu kommunizieren. Aber diese kleinen aufgeregten Saatkörner möchten, dass ihr. Dass ich euch in ihrem Namen danke. Mein Gott, ist es heute schwierig zu lesen. Oh Gott, drei Quests. Sie fressen alles. Nun müssen wir diese Samen aussehen, damit sie wachsen können. Ihr könnt sie sicherlich nach eigenem Gutdünken aussehen. Doch indem wir die anderen Tiere der Natur mit einbeziehen, können wir das effizienter gestalten. Probiert es aus. Das Tal der Vorbereitung ist voller gefräßiger Schnecken. Da füttert etwas gesegnetes Saatgut ein paar gefräßige Schnecken. Sie fressen alles und gehen sogar so weit, die Ents anzugreifen und sie krank zu machen. Wenn wir die Samen zuerst mit heiliger Erde schützen, so können die gefräßigen Schnecken, wenn sie die Samen schlucken, nicht nur die Damen nicht verunreinigen oder verdorren, sondern sie werden sie außerdem beim Herumwandern durch ihre Exkremente verteilen, sodass die Samen überall ausgesät werden. Wenn ihr fertig seid, die Samen zu verfüttern, vergesst nicht, Lindina davon zu erzählen. Sie sollte sich keine Sorgen mehr machen müssen. Wasser bringt Hoffnung. Nicht alle ausgesäten Samen werden ohne Probleme wachsen. Weil euch das richtige Wissen fehlt, habt ihr sicher schon einige Samen ungewollt getötet. Das verschrumpelte Saatgut in meiner Hand ist ein Beispiel. Sie brauchen viel Feuchtigkeit, während sie wachsen. Pflanzt sie im Tal der Vorbereitung in etwas feuchte Erde, in der Nähe des Wasserfalls. Erzählt Lindina davon, wenn ihr fertig seid. Meine Arbeit machen. Als Untertan des Gottkönigs haben wir eine Reihe an Pflichten, mein Kind. Bringt das Paket mit Pollen zu Lindina und sie wird euch lehren, ihn zu verteilen. Gut, dann machen wir erstmal. Sie fressen alles, ne? Wir müssen die gefräßige Schnecken nehmen. Hallo, freie Schnecke. Du nimmst auch hier mal das gesegnete Saatgut. Perfekt. In feuchte Erde. Wo finden wir denn die feuchte Erde? In der Nähe des Wasserfalls. Gut, dann gehen wir da in diese Richtung. Ja, also man kann entweder sagen, es ist immer politisch mit dem ESC oder es ist nie politisch. Andererseits
Ja, die Organisatoren sagen natürlich jedes Mal, es ist kein politischer Wettbewerb. Müssen sie auch, denn ohne dass sie regelmäßig sagen, das wäre kein politischer Wettbewerb, wird man verfeindete Staaten sozusagen, wie sie jetzt zum Beispiel in diesem Fall halt Russland und Ukraine, wird man sehr, sehr schwer bis überhaupt nicht in einen Wettbewerb gemeinsam an einen Tisch kriegen. Und das ist ja etwas, gerade etwas, was doch eine Errungenschaft ist. Also aus meiner Sicht eine Errungenschaft des ESC ist. Länder, die sich eigentlich leiden können. Und Länder so verschiedenster Richtungen und sowas kommen zusammen und haben einfach mal einen Abend ein bisschen Spaß. Denn das war auf jeden Fall dort in der ESC-Arena. Konnte man richtig sehen, man hatte Spaß. Gut, ich selber fand die ganzen Lieder, die da gespielt wurden, nicht so dolle, muss ich sagen. Ich fand kein Lied wirklich gut. Mein einziger Favorit war das Lied, was sie in der Pause gespielt hatten. Und zwar nicht das von Justin Timberlake. Ich glaube, es war Justin Timberlake. Ich könnte jetzt auch hier ein bisschen Scheiß labern. Sondern das, was die beiden Moderatoren gebracht haben. Love, Love, Peace, Peace. Oh Gott, da haben sie so genial die ganzen ESC-Gewinner verarscht und auf Palme genommen. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken, wer das nicht kennt. Das ist ein richtiges Meisterwerk geworden. Das fand ich richtig gut. Und ich glaube, wären die mit dem Lied angetreten, dann hätte ich die auf jeden Fall zu dem Sieger des ESC gewählt und nicht irgendwen anders. Das infizierte Saatgut ist schon so reinig und überall ausgesät worden. Haben sie angefangen zu wachsen? Das habt ihr gut gemacht, mein Kind. Glückwunsch, mein Kind, ihr habt etwas Wichtiges über Pflanzen gelernt. Als Elfen müssen wir das Wissen über Pflanzen unser ganzes Leben lang weitergeben. Quatsch, wir brauchen Stärke. Hey, ich muss mir auch umdenken, aber erstmal können wir uns auch hier auf die Schulter klopfen. Wir haben ja hier gerade auch wieder eine gute Arbeit geleistet. So, meine Arbeit machen. Ist das der Blütenstaub, den ihr heute verteilt habt? Ich verstehe, mein Kind. Im Tal der Vorbereitung verlassen wir uns für gewöhnlich darauf, dass die Regenbogenflügelfalter den Blütenstaub verteilen. Aber vielleicht wegen der steigenden Anzahl der riesigen Geschnecken haben die Regenbogenflügelfalter, mein Gott, was für ein Name, Blütenstaub zu verteilen. Nun nagen sie schon sinnlos Pflanzen an. Sie bringen das ganze Ökosystem durcheinander. Holt sechs dünne, transparente Flügel von den Regenbogenflügelfaltern, mein Kind. Wir müssen etwas tun, um dieses Phänomen zu stoppen und das Ökosystem zu ermöglichen, wieder sein natürliches Gleichgewicht zurückzukehren. Dünne, transparente Flügel. Gut, ich denke, das machen wir aber in der nächsten Folge. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem ESC dieses Jahr haltet, ob ihr den überhaupt mal verfolgt. Ich finde, es ist eigentlich doch eine ziemlich interessante Veranstaltung, die jedes Jahr gemacht wird. Und die absoluten Highlights sind halt diese Zwischenacts. Meine Meinung zu diesem ganzen Geschichte. Ich freue mich auf eure Meinung in den Kommentaren und wünsche euch bis zur nächsten Folge alles Gute.